Ich grüße euch, eine neuere Folge meiner Reihe Brote aus außergewöhnlichen Getreiden. Heute möchte ich euch gerne einmal den Frankenkorn vorstellen. Dazu vorweg eine kleine Geschichte. Hat mir ein Wochenmarktkollege erzählt, der hat gegenüber auf einem anderen Markt einen Bäcker stehen und der verkauft seinen Kunden immer: Nehmen Sie doch dieses gesunde Dinkel-Vollkornbrot. So nach dem Motto: Weizen ungesund, Dinkel gesund. Ja, das ist mal wieder so eine Sache, ne? Das ist ein konventioneller Bäcker, Brot, was ungefähr 5-6 Euro das Kilo kostet. Was wird das für ein Dinkel sein? Dinkel ist nämlich nicht gleich Dinkel, das wissen nicht sehr viele. Und die Hochleistungsdinkel, die heute verkauft werden und im konventionellen, aber auch im Biobereich verwendet werden, sind in der Regel verzüchtete Dinkelsorten. Und da Dinkel und Weizen sehr eng miteinander verwandt sind, werden natürlich Genome des Weizens in den Dinkel eingezüchtet, um zum Beispiel höhere Erträge zu erreichen und letztendlich um höhere Proteinzahlen zu erreichen, damit die Bäcker möglichst viel Gluten im Getreide haben. Aber schon in der Vergangenheit hat der Dinkel, der in Deutschland durchaus neben dem Weichweizen angebaut wurde, ist es auch immer wieder zu natürlichen botanischen Kreuzungen gekommen. So gibt es dann nur wenig wirklich reine Dinkelsorten, die also wirklich nur diese 6 Chromosomensätze tragen, wie zum Beispiel das Oberkulmer Rotkorn. Der Frankenkorn, seines Zeichens ein alter Dinkel, hat eine natürliche Weizeneinkreuzung, die, ich habe mal irgendwo gelesen, bei ungefähr 6% liegen soll. Der Rest ist dann tatsächlich noch original Dinkelgenom. Wir haben also hier einen relativ reinen Dinkel, und so dass die Glutengruppe, und hierauf kommt es an, ein bestimmtes Gliadin nur einen sehr geringen Umfang enthält. Diese Gliadine sind Proteine, die bei Menschen unter Umständen Unverträglichkeiten auslösen. Und darum ist dieses Frankenkorn eigentlich auch ein sehr schönes Allergikergetreide. Und naja, was kann man Schöneres daraus machen als ein richtig leckeres Sauerteigbrot? Und da gehen wir mal kurz in die Küche und machen mal eins fertig. Für meine Brote mahle ich das Getreide immer frisch. Normalerweise in meiner großen Mühle, aber hier, um euch das zu zeigen, nehme ich mal meine kleine, die ich immer für schnelle Aufgaben in der Küche stehen habe. Aber da Dinkel dazu neigt, altbacken zu werden, müssen wir erstmal eine andere Vorbereitung machen. Für das Frühstück 500 Gramm von dem Frankenkorn, frisch gemahlen. Und das übergieße ich jetzt mit 800 Milliliter kochendem Wasser. Schön durcharbeiten, dass keine Klumpen entstehen. So, das muss jetzt abkühlen. Dann machen wir uns mal an die Teigbereitung. Als erstes natürlich der Sauerteig. Hier in diesem Fall nehme ich natürlich den Dinkelsauerteig. Ihr könnt aber auch andere Sauerteige nehmen, das ist gar kein Problem. Das frisch gemahlene Mehl kommt hinzu. Salz, klar. Dann das Brühstück, das jetzt abgekühlt ist. Ich mache das schon mal so in einzelnen Klumpen rein, damit das beim Kneten etwas besser klappt. Wasser ist noch nicht notwendig, das müsst ihr sehen, weil wir haben ja schon genügend Wasser im Brühstück drin. Also wenn ihr anfangt zu kneten, beobachtet den Teig, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr noch ein bisschen Wasser dazu schüttet, damit der Teig schön geschmeidig wird. Der Teig ist wirklich sehr gut zu verarbeiten. Der passt in 3 mittelgroße Formen, das sind so 800 Gramm. Schaut mal, da könnt ihr die Spelzen sehr gut sehen. Ja, sieht man sehr gut. Ja, ich drücke den schön in die Formen rein. Dann habe ich 24 Stunden Teigreife, so über den Daumen. Und dann gehen sie in den Backofen.
die Brote backen bei 160 Grad, 170 Grad. Ja, jetzt lassen wir sie noch auskühlen und dann aus der Form raus. Guten Appetit. Befreundete Landwirte von uns, die für uns unter anderem auch den Schwarzemmer anbauen, fragten, woran wir denn noch so Interesse hatten und machten den Vorschlag mit dem Frankenkorn. Habe ich mich natürlich tierisch drüber gefreut. Und das ist natürlich extensiv angebaut, das heißt, es wurde gedrillt als Wintergetreide, das Feld wurde in Ruhe gelassen und erst zur Ernte ist er dann wieder rauf mit dem Mähdrescher und hat das Ganze abgedroschen. Das Ergebnis zeige ich euch. Und daher ist das Getreide eigentlich in Bio-Qualität, nur eben ohne Zertifikat. Aber im Übrigen, der Frankenkorn als Saatgut kann tatsächlich auch im Biolandbau eingesetzt werden. Kein Problem. Ja, da haben wir eine sehr schöne Ernte gehabt. Und jetzt habe ich natürlich richtig viel Frankenkorn und kann viele tolle Brote daraus backen. Wir haben demnächst auch wieder Märkte. Das heißt, ihr könnt das auch bei mir dann auf den Märkten kaufen oder letztendlich über unseren Online-Shop beziehen. So sieht das Frankenkorn aus, wenn es aus dem Mähdrescher rauskommt, also direkt vom Halm abgedroschen ist. Es ist also noch in einer Wiese. Viele alte Getreide sind von einer, das Samenkorn von einer Wiese umgeben. Und das Getreidekorn ist relativ stark mit der Wiese verwachsen. Also es ist schon ein ganz schönes Gepule, hier das Getreidekorn rauszubekommen. Ja, könnt ihr das so ein bisschen an. Da kann man es ganz gut sehen. Das bedeutet, dieses Getreide muss zunächst einmal in einem sogenannten Gerbgang einmal durch die Mühle durch, dass die Körner aus der Wiese rausgedrückt werden. Und dann müssen noch Wiese und Korn voneinander getrennt werden in einem sogenannten Windsichter. Das heißt, die leichteren Wiesen werden sozusagen ausgeblasen. Aber so einfach ist das alles gar nicht. Selbst wenn man das Getreide dann gereinigt hat, ja, wie es mal, so wie ich das in meiner Mühle verarbeite, das ist schon gut gereinigt, trotzdem finden sich hier doch noch vereinzelt Wiesen drin. Und die lösen sich beim Mahlen auch nicht auf, zumindest nicht in einer Steinmühle. Und das werdet ihr später am Brot sehen, es sind noch so Wiesenbestandteile drin. Und das ist so ein bisschen beim Kauen, als wenn man so kleine Papierstückchen da drin hat. Für Menschen, die das nicht gewöhnt sind, natürlich ungewohnt. Ich persönlich sehe das aber als Qualität für wirklich natürliches, unbehandeltes, frisch gemahlenes Getreide. Ja, die Wiese, das ist natürlich so eine Sache damit. Ne? Früher musste man sie abdreschen, das heißt, das war schwerste körperliche Arbeit, mit dem Dreschpflegel darauf so lange rumzuprügeln, bis man die Körner raus hatte. Darum hat sich der Weichweizen in Deutschland auch immer mehr durchgesetzt und den Dinkel verdrängt, weil der nahezu spelzfrei ist und deswegen wesentlich leichter verarbeitet werden kann. Erst mit dem Aufkommen der, ja, sagen wir mal, alternativ an Getreiden interessierten Menschen, so in den 80ern, auch angefeuert durch das Buch von Dr. Brucker mit Frischkornbreien und so weiter, wuchs das Interesse wieder an Dinkel und es wurde wieder vermehrt angebaut. Auch hier hat man dann angefangen weiter zu züchten, sodass es heute eben auch Dinkelsorten gibt, die keinen Spelz haben, beziehungsweise nahezu spelzfrei sind wie der Emiliano. Unser Frankenkorn aber, der muss tatsächlich noch geschält werden und dann gereinigt werden. Das macht ihn natürlich etwas teurer. Nicht nur ein bisschen, sondern der kostet dann schon ein bisschen mehr. Das ist ein sehr schönes Brot geworden, wie ich finde. Man kann ein bisschen sehen. Ja, seht ihr? Es ist nicht ganz spelzfrei gewesen. Das heißt, beim Mahlen tritt das deutlich zutage, dass da noch ein paar Spelze mit drin waren im Getreide. Ist jetzt aber nicht schlimm, füllt den Darm. Ich werde es mal anschneiden. Ja, auch hier drin kann man so ein bisschen Spelze noch erkennen. Es ist sehr saftig durch das Brühstück. Das Brot ist locker eine Woche haltbar. Was heißt haltbar? Es wird nicht schlecht, aber nach einer Woche, irgendwann wird es anfangen, von außen nach innen trocken zu werden. Was aber nicht heißt, dass es ein schlechtes Lebensmittel ist. Die Farbe ist toll. Schön kräftiges Rotbraun. Ja, das lädt geradezu ein zum Reinbeißen. Ich schneide nochmal eine Scheibe ab.
schön flexibel. Sehr lecker bestimmt. Das ist ein leckeres Brot. Wir essen es sehr gerne. Das Schöne ist, man kann auch noch nach einer Woche das problemlos schneiden. Es wird dann ein bisschen fester vom Rand her. Aber es ist sowieso ein Brot, was kauintensiv ist. Das heißt, alle, die ein wenig kaufaul sind, werden hier nicht allzu große Freude dran haben. Die werden sicherlich dann lieber die modernen Getreide nehmen, die deutlich mehr Gluten haben, damit auch wesentlich leichter und fluffiger sind und die man nicht so doll kauen muss. Uns schmeckt es jedenfalls sehr gut. Das war's für heute mal wieder. Schaut bitte gerne auch mal in meine anderen Videos rein. Ich habe einige mit spannenden Getreiden gemacht, die ich da vorstelle und die Brote daraus backe. Aber ihr findet bei mir auch sehr viel über Sauerteig und wie man ganz einfach Brot backt, ohne großes Brimborium. Habt ihr ja schon bei dem Brot gesehen, ist nicht viel bei. Von daher legt einfach mal los. Ich freue mich über Likes, positive Kommentare, konstruktive Kommentare natürlich. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.